Die Liste BILDS ist einmal primär für eine Studienplatzfinanzierung. Das bedeutet, dass die Universitäten entsprechend ihrer Ressourcen Studierende aufnehmen oder nicht aufnehmen können oder müssen. Das kann in manchen Fällen bedeuten, dass man auch für Zugangsbeschränkungen ist. Es liegt aber auch in unserer Verantwortung gegenüber den Studierenden und der Wirtschaft und der Gesellschaft, Studierende entsprechend unserer Kapazitäten gut ausbilden zu können. Daher kann es Fälle geben, wo man für Zugangsbeschränkungen ist. Studiengebühren sind in der jetzigen Form von 375 Euro pro Semester eigentlich den Aufwand nicht wert, den man betreibt, um sie einzuheben. Würde man gehen auf eine entsprechende Höhe, dass sie wirklich einen Beitrag zum Budget, zum Uni-Budget darstellen, dann wären sie so hoch, dass sie eigentlich sozial diskriminierend sind. Und wir wollen den Zugang zu Universitäten nicht sozial diskriminierend gestalten, sondern offen für alle Schichten aus der Bevölkerung und Gruppen aus der Bevölkerung. Daher keine Studiengebühren. Vorweg bemerkt, ist ja für mich ein Studium eine Vollzeitbeschäftigung, wenn man die CDs umrechnet auf die Dauer, die notwendig ist, um die entsprechenden Prüfungen, Vorlesungen und Seminare zu besuchen, müsste man eigentlich Vollzeit studieren. Ich glaube, dass ein adäquates Stipendiensystem hergehört. Ich glaube auch, dass man sich überlegen sollte oder konzeptionell überlegen sollte, ein System à la Schweden, wo man ein bestimmtes Darlehensmodell macht und dann in Abhängigkeit von der sozialen Verfügbarkeit oder Jobsituation das auch ansatzweise zurückzahlen kann. Ein Punkt ist sicherlich, dass wir unterfinanziert sind. Wir haben nur 1,5 des BIP als Hochschulquote, wenn man das auf 2% aufrüstet, das wären das 2 Milliarden Euro pro Jahr mehr. Das ist seit Jahren versprochen und nicht eingeführt. Das ist eigentlich das zentrale Thema. Man muss die Universitäten entsprechend ausstatten, weil die Forschung und die Lehre und die Innovation, die Universitäten hier eine zentrale Rolle spielen. Und daher muss man dieses zentrale Element der österreichischen Zukunftsentwicklung eigentlich auch entsprechend fördern und unterstützen.